Einen Tag nach dem Absturz der Egypt-Air-Maschine über dem Mittelmeer suchen Schiffe und Flugzeuge weiter nach Trümmern. Der Airbus A320 war am späten Mittwochabend mit 66 Menschen an Bord in Paris gestartet. Gegen 2.30 Uhr verschwand das Flugzeug südlich von Griechenland von den Radarschirmen. Laut griechischen Behörden sei das Flugzeug kurz zuvor vom Kurs abgekommen und habe dann schnell an Höhe verloren. Der ägyptische Minister für Luftfahrt sagte, der Absturz sei wahrscheinlich von einem Anschlag verursacht worden und nicht von einem technischen Fehler. Die Besatzung eines Frachtschiffs habe südlich der Insel Karpathos einen Feuerstreif am Himmel gesehen. Auch dieser Spur werde man nachgehen, so ein Behördenvertreter.